Dann gucken wir mal weiter. Ein Waschbecken und ein Stück Seife und Brüste. So. Vielleicht war das ja eine Telefonnummer. Wir werden mal gucken. 87799, okay. 8 7 7 9 9. Okay, und wir haben ein merkwürdiges Geräusch gehört. Und wir gucken mal in den Schrank. Und ja, wie es aussieht, hat sich dort ein geheimes Zimmer aufgetan, bevor wir überhaupt wussten, dass dort ein geheimes Zimmer zu finden ist. Und da wir eine kleine Einbuchtung in der Wand gesehen haben, würde ich mal davon ausgehen, dass das Zimmer 13 ist. So. Und was finden wir hier? Matahari Autobiografie. So, wir gucken mal in die Kiste. Dort ist ein Schlüssel und weiteres unnützliches Zeug. Ich wollte aber noch mal weiter hier gucken. Ja, hier ist eine Zeichnung von der Stadt. Okay, hier steht Hauptbibliothek. Aber denke ich mal, dass wir da noch hin müssen, wie es aussieht. Oder halt als kleine Notiz, dass es da was zu finden geben könnte. So, hier ist nichts Interessantes zu finden. Hier auch nicht. Aber hier haben wir nochmal so einen kleinen Schlüssel. Und ja, gucken wir mal nach rechts. Was haben wir hier? Hier haben wir ein merkwürdiges Dingen und noch ein merkwürdiges Dingen, die aber beide nicht funktionieren. Okay. Gehen wir erstmal raus. Was ist das? Ah, ja. Okay, muss ich da vielleicht. Ja, okay. Und zick. So. Okay. Also, wie es aussieht, ist eine, ich sag mal, Leitung aktiv, aber eine fehlt noch. Also sieht so aus. Ja, wir machen erstmal zu, dass hier keiner das findet. So, okay. Wir gehen noch mal raus hier. Und versuchen noch mal ins Zimmer 12 hineinzuschauen. Entschuldigung, kann ich mein Zimmer wechseln? Sicherlich, Madame. So, und schon sind wir in Zimmer 12. So, dann gucken wir mal hier rein. Was haben wir hier noch? Ein anderes Porträt. Und noch ein Telefon. Und noch eine Bibel. Wo aber rein gar nichts drin zu sein scheint. Und mal wieder ein Waschbecken. Und hier ist rein gar nichts drin. Wir versuchen nochmal die Nummer hier einzugeben. Wer weiß. Ach Quatsch, ich muss erst meinen Hörer abnehmen. Hörer abnehmen. Hörer abnehmen. Hörer abnehmen. Hörer. Hörer abnehmen. Hörer abnehmen, Hörer abnehmen, dann nicht. Scheint nicht zu funktionieren. So, ja, dann gucken wir mal weiter und versuchen mal diese Tür zu öffnen. Scheint nicht zu gehen. Dann gucken wir mal in der Restauranttür. Auch nicht. Aber diese war doch verschlossen, ja. Scheint aber damit nicht aufzugehen. Okay, dann wechseln wir nochmal die Zimmer, falls der nette Herr nochmal mitmacht. Ja, okay, das ist sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Sehr lieb. So, Zimmer 14. Zack. Okay.
Ich habe gerade gar keine Ahnung, denn es ist echt schon ein Weilchen her, wo ich Covered Front 3 gespielt habe. Ja, und ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ja. Okay. Das ist bestimmt wieder nur irgendeinen kleinen Scheiß, den ich mal wieder übersehen habe. Das passiert mir andauernd. Andauernd. Aber am Bahnhof habe ich doch nichts vergessen. Da kann ich auch nicht mehr zurück. Das wäre ja sehr gefährlich. Ja, zu riskant. Ja, wir gucken uns erstmal, ja, nicht in der Stadt um, denn es scheint keinen Grund zu geben, erstmal in der Stadt zu gehen, denn unsere Anweisungen sind ja immer noch hier Hotel, Altstadt. Quatsch, was mache ich denn? Aber muss doch hier irgendwie weitergehen. Okay, ich habe gerade echt gar keine Ahnung mehr. Ja. Ja. Quatsch, was mache ich denn immer an dem scheiß Waschbecken? Okay, ich bin gerade echt total verwirrt. Also was heißt verwirrt, aber ahnungslos trifft es wohl besser. Gerade irgendwie so ähnlich. Ach so, ja klar. Ja klar, ist ja kein Schlüssel zum Ding, sondern ein Hebel. Ach, man sollte ja auch mal lesen. Ich hatte die 3x-Form eh schon immer ein wenig irritiert eben. Ich bin ja auch doof, ey. Oh, lesen sollte gelernt sein. Aber naja, hat halt eine ziemliche Schlüsselform. Da habe ich jetzt nicht wirklich gelesen. Okay, egal. So, gucken wir mal, was jetzt funktioniert. Funktionieren tut bis jetzt immer noch nichts. Okay. Zack, zack, zack. Ach so, ja, gut, alles klar. Codename, Alias. So, dann gucken wir mal, wie unser Codename nochmal war. Quatsch. Zack, zack. 24796. Ach so, der Codename so, ich dachte in Nummern jetzt, okay. Okay, ach so, doch, stimmt doch, ach, ich bin ja auch doof. M24769. Kara. Yo, eingeloggt, würde ich mal sagen. Und wir gucken mal. So. Lesen wir mal eben.